Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier in diesem tollen Stadion im Old Trafford in Manchester. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der Premier League. Manchester United gegen Everton. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Auf der Torhüterposition David de Gea. Bruno Fernandes steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und im Angriff sehen wir bei ihnen in dieser Partie einen Zwei-Mann-Sturm. Sie warten auf die Chance. Aber jetzt kommt dann doch der Ballverlust. Da waren sie unaufmerksam. Es ist ein Tor gefallen im St. James' Park. Wir gehen rüber ins Studio, da gibt es alle Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Newcastle United. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 6 Minuten. Da ist die Chance. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Das war knapp. So wird Everton heute in diese Begegnung gehen. Die Position des Torhüters besetzt heute Asmir Begovic. James Tarkowski spielt neben Michael Keane in der Abwehr. Und ja. Aber ganz kurz, das könnte es sein. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ecke kommt ins Zentrum. Sie spielen erstmal raus. Bellingham. Die Chance jetzt. Verhindert da, dass es gefährlich wird. Es ist eng an der Spitze, richtig eng. Und das wird natürlich keine leichte Aufgabe heute. Sie wissen, dass sie weiter punkten müssen, um dran zu bleiben. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Bellarabi. Kein Problem, ganz sicher. Jetzt die Ecke. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Chance für den Konter jetzt. Jadon Sancho. Könnte die Führung werden. Super Konter, aber am Ende doch kein Tor. Aber eine herrliche Szene, die sie da gezeigt haben. Was für ein Tempo, eine schöne Aktion. In der Partie von West Ham ist ein Tor gefallen. Wir gehen rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für West Ham United. Neuer Spielstand damit 1:0. 22 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für die Info. Sehr gut aufgepasst. Oh, das könnte was werden. Gehalten war nicht einfach. Er muss sich lang machen, aber dann kommt er noch an diesen Ball. Ecke kommt. Sie bekommen den Ball nicht raus. Casemiro. So, die Chance jetzt. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Sie müssen den Ball erstmal hergeben. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Schön, wie er diesen Ball abblockt. In Anfield ist ein Tor gefallen. Alle Infos jetzt aus dem Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Liverpool. Der Torschütze war Mohamed Salah. Dieses Tor hat er selbst rausgeholt mit einem richtig tollen Dribbling. Das sah super aus. Der neue Spielstand damit 1:1. 36 Minuten sind gespielt. Danke. Chance zur Führung. Ja, toll gehalten. Und die Aktion von gerade wird natürlich auch noch geahndet. Das ist gelb. Der Ball kommt rein. De Gea kommt noch dran. Das war eine Riesenparade. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Ball ist erstmal wieder raus. Idrissa Gueye. Karim Bellarabi. Die Chance jetzt. Glanzparade von De Gea. Ich liebe es. Ich liebe es. Glanzparade. Jetzt der Eckball. Ah, den muss er besser klären. Und damit war es das erstmal da hinten.
Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Calvert-Lewin. Bellarabi. Wir gehen in die Pause. Der erste Durchgang hier im Old Trafford ist beendet. Die zweite Hälfte beginnt hier im Old Trafford. Gute Balleroberung hier. Gueye. Viel Übersicht bei diesem Pass. Idrissa Gueye. Er hat die Chance. Da ist De Gea da und kann hier die Chance problemlos entschärfen. Casemiro. In der Partie von West Ham ist ein Tor gefallen. Wir gehen rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für West Ham United. Neuer Spielstand damit, also 3:0. Gespielt sind 54 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Schön dazwischen gegangen. In der Premier League geht es dann weiter für Manchester United. Dann geht es auswärts gegen Crystal Palace. Und da freuen wir uns drauf, immer wieder schön in der Premier League dabei sein zu dürfen. Und dann doch der Ballverlust. Jadon Sancho. Pass kommt nicht an. Bruno Fernandes. Manchester United mit geduldigen Pässen. Aber dann doch der Fehler. Ballverlust. This is a message for away supporters. At full time, can you please remain where you are and your coach Dominic Calvert-Lewin. Man United holt sich den Ball zurück. Hier sehen wir den nächsten Gegner von Everton. Ja, es geht gegen Liverpool im nächsten Spiel in der Premier League. Und das wird dann alles andere als einfach für sie werden. Idrissa Gueye. Wird das was? Lässt sich nicht beirren, den hält er. Wechsel bei Manchester United. Ecke kommt rein. Der Ball ist weg. Abstoß. Substitution for Manchester United. Coming off the pitch, number 25, Jadon Sancho. To be replaced by number 10, Marcus Rashford. Casemiro. Das ist Bellingham. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Bruno Fernandes. Jetzt Jordi Alba. Er schießt. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Sie stören früh. Da ist der Ball. Es gibt Vorteil für Man United. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Es gibt ein Tor im Spiel von West Ham. Daher kurz mal rüber ins Studio. Wir haben hier das nächste Tor für West Ham. Damit steht es hier also 4:0. Gespielt sind 80 Minuten. Vielen Dank für die Info. Nicht viel los heute. Weiter 0:0. Also schauen wir doch schon mal auf die nächste Partie. Buschi. Der nächste Gegner von Manchester United heißt Crystal Palace. Im Vergleich. Zu heute müssen sie sich steigern. Sie können mehr. Jetzt wird es hier Auswechslungen bei beiden Mannschaften geben. Einwurf für Everton.
and number 17, Jamal Musiala. Pass kommt nicht an. Karim Bellarabi. Toller Zweikampf. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Idrissa Gueye. Jetzt der Schuss. Doch noch die Führung. Wahnsinn, das muss es doch eigentlich sein. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Idrissa Gueye. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. So, Schlusspfiff. Das ist die Niederlage für Manchester United. Dass sie hier verloren haben, lag vor allem... Das Spiel kann beginnen. Es ist klar, auch wenn die meisten in dieser Partie ganz besonders achten werden. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Wir zeigen es Ihnen live. Bleiben Sie dran. Willkommen im Selhurst Park. Wir melden uns aus einem stimmungsvollen Stadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der Premier League. Crystal Palace gegen Manchester United. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Klasse Tackling hier. Sie bieten sich an. Wilfried Zaha holt sich den Ball im eigenen 16er. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Auf der... Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Crystal Palace ist also in Rückstand geraten. Weiter geht's in dieser Partie. Gute Pässe auf Seiten von Crystal Palace jetzt. Jean-Philippe Mateta. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Sancho. Er hat in den Tagen vor diesem Spiel die Schlagzeilen beherrscht. Denn für ihn ist es heute das Spiel gegen seinen früheren Club. Das ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Er kennt den Verein, er kennt die Fans. Kann er das alles hinten anstellen?
und sich auf seinen aktuellen Club konzentrieren? Glaube ich schon. So ist das Leben als Fußballprofi. Vereinswechsel sind da völlig normal. Vor dem... Oh, warte, was für eine Chance! Und da fällt der Ausgleich! Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Tyrell Malacia. Bellingham. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Gut durchgesetzt, gefährlich. Vlahovic. Ein Pass mit viel Auge. Jadon Sancho. Sehr präzise, aber knapp neben das Tor. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Armstrong. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Jean-Philippe Mateta. Zaha. Schwache Aktion, Ballverlust. Vlahovic. Riesenchance. Da passt der klasse auf. Ecke kommt von Bruno Fernandes. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Jadon Sancho. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Schwacher Kopfball, aber Lob an die Abwehr. Sie machen ihn gut zu. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Jean-Philippe Mateta. Da ist er alleine durch. So, Tor. Das ist die erneute Führung. Das ist ein klasse Spiel, Leute. Schöner Alleingang. Den schauen wir uns gerne noch mal an. Niemand kann da was machen. Bleibt am Ball, setzt sich wunderbar durch. Und dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Knappe Führung für Manchester United zu Beginn dieser zweiten Hälfte. Mal sehen, wie sich dieses Spiel hier noch entwickelt. Und jetzt gibt es Einwurf. Gutes Tackling. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. United mit viel Platz auf außen. Da lässt er nichts zu. Zaha. Zaha. United verliert den Ball. Gut den Ball angenommen. Schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Gibt Abstoß. Anthony. Vlahovic. Manchester United mit geduldigen Pässen. Da haben sie die Chance. Stark, das war's mit der Chance.
Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Jean-Philippe Mateta. Jetzt gibt's Abstoß. Wir sehen den Wechsel. Sie gehen jetzt auf Jordi Alba. Lauric. Auf dem Flügel wäre jetzt Platz für Anthony. Da gehen sie dazwischen. Wichtig. In der Premier League geht es dann weiter für Crystal Palace. Dann geht es auswärts gegen Liverpool. Und da freuen wir uns drauf, immer wieder schön in der Premier League dabei sein zu dürfen. Ward. Jus. Jean-Philippe Mateta. Glanzparade von De Gea. Ich liebe es. Ich liebe es. Glanzparade. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Jetzt ausgeführt. Anthony. Vlahovic. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Sie können es machen. Und da ist das Tor für Man United. Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Also das Ding war haltbar. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Gute Grätsche, hat den Ball. Ah, da wäre jetzt Platz. Parade der Herr, aber noch gefährlich. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Klasse Pass jetzt. Da schickt er den Mitspieler. Gehalten, ganz stark. Vorne der Ballgewinn. Erstmal abgeblockt. Sie suchen Bruno Fernandes. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Und jetzt ein Schuss. Da können sie den Ball erstmal rausbringen. Es gibt einen Wechsel. Ecke in die Mitte. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Vielleicht jetzt die Lücke für Crystal Palace. Den Ball hat die Abwehr. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Anthony. Das ist Anthony. Klasse Zuspiel. Den Ball hält er gut. Ecke kommt. Schlusspfiff in dieser Partie. Manchester United hat gewonnen. Es wird also dieser Klang.
Herzlich willkommen im Old Trafford in dieser traditionsreichen Arena hier in Manchester. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß, zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Die Vorrunde der Europa League ist unterwegs. Heute erleben wir hier also ein Gruppenspiel. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Vor allem für die Gastgeber geht es natürlich heute um den Sieg in dieser Vorrundengruppe. Da kann man sich noch nichts für kaufen. Aber wichtig wäre es trotzdem, gerade fürs Selbstbewusstsein und natürlich auch für den weiteren Turnierverlauf. Gefährlich, Anthony! Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ecke kommt in die Mitte. Da konnten sie nichts draus machen. Casemiro. Da zieht er ab. So gerade eben noch geklärt. Da wäre es fast passiert. Für die Gastgeber geht es hier heute um den ersten Platz in der Gruppe. Sie brauchen Schützenhilfe, sollten sich aber erstmal auf ihr eigenes Spiel konzentrieren. Er schießt. So wird es gegen De Gea nicht klappen. Kein Problem für den Spanier in dieser Situation. Anthony. Diogo Dalot. United mit viel Platz auf außen. Das ist die Chance. Gut abgeblockt. Jetzt die Ecke. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Angriff über Bruno Fernandes. Das sieht gefährlich aus. Chance zur Führung. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Führung jetzt für Manchester United. Anthony. Das ist die Chance. Da passt der Torhüter auf. Ecke kommt ins Zentrum. Ball ist erstmal wieder raus. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Erstmal Gefahr bereinigt. Manchester United greift an. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Anthony. United verliert den Ball. Bruno Fernandes. Jadon Sancho. Gut durchgesetzt, gefährlich. So, Tor für United und damit erhöhen sie ihre Führung hier auf 2 Tore. 2-0 steht sie hier, sie machen einen guten Eindruck. Bellingham spielt steil. Gefährlich! Noch ein Tor! 3 Tore Führung nun also. Heute zeigen sie wirklich, wie treffsicher sie sind. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Das könnte die Gelegenheit geben. So, und das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Und angezeigt jetzt 1 Minute Nachspielzeit. Ja, das könnte was werden jetzt. 45 Minuten trennen sie noch von Platz 1 in dieser Gruppe. Ja, erst die Quali.
Manchester United hat die Nase vorn. Mit einer deutlichen Führung gehen sie nun in diesen zweiten Spielabschnitt. Da passt er auf. Sie unterstützen gut. Jordi Alba jetzt am Ball. Jadon Sancho. In der Premier League geht es dann weiter für Manchester United. Dann geht es zu Hause gegen West Ham United. Und da freuen wir uns drauf. Immer wie. Oh, jetzt haben sie die Chance. Erhalten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch nicht. Nee, danke Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Eine super Parade. Verhindert das Tor. Tolle Szene. Extra Lob. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. United über den Flügel. Und die Balleroberung, wichtig. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. Das macht er sicher. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Jetzt der Eckball. Das muss es fast sein. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht es 5:0. Jadon Sancho erholt sich diesen Ball. Kesarü. So, was machen Sie draus? Sie können es machen. Der Rea ist noch am Ball. Unglaublich, wie er da den Treffer verhindert. Sie nehmen den Wechsel vor. Kurz ausgeführt. Volley genommen. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Schön viele Tore heute. 5:1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. Sancho. Jetzt Jordi Alba. Flanke Jordi Alba. Da können Sie klären. Geht dazwischen. Jadon Sancho. Stark gearbeitet. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Kein guter Abschluss. Umso leichter die Situation für De Gea. United verliert den Ball. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Zu gut platziert der Ball. Da ist De Gea dann natürlich da. 5:1, eine deutliche, eine klare Sprache. Wer ist der kommende Gegner? Der kommende Gegner von Manchester United heißt West Ham United. Mit einer Leistung wie heute, da könnten sie sich erneut Hoffnungen auf einen Erfolg machen. Gute Aktion, gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Jetzt wechselt der Trainer zwei neue Spieler ein. Coming off the pitch, number 15, Jude Bellingham. Coming onto the pitch, number 17, Jamal Musiala. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Super Tackling. Jetzt geht er nach hinten. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Ah, fast das Tor.
Eine Minute noch. Schluss, aus, das war's in diesem Spiel und damit steht fest, sie sind weiter. Und das als Gruppensieger. Ein toller Erfolg.